So, jetzt geht das los. Ja, nach ein paar schwierigen Anfängen mit dem Mikro geht es jetzt tatsächlich los. Der Flo, er ist schon da, sehr schön. Erstmal hallo da draußen, hallo zusammen. Der Flo ist zu mir gekommen, beziehungsweise wir hatten Bock auf Garten. Wir machen auch gerade nur das, worauf wir richtig Lust haben. Deswegen ist es ja irgendwie auch meditativ. Und der Flo, der schnappt sich gerade ein bisschen Unkraut. Hier wollen wir so ein bisschen den Platz jetzt ausnutzen. Dafür habe ich auch schon Saatgut in der Hand. Und ich werde euch das aber nur vorlesen, zeigen, da kommen wir dann gleich zu. Also vor mir habe ich, komme mal ein bisschen näher, so könnt ihr mich besser sehen, Eiszapfenradieschen, dann haben wir Rosenkohl, bunte Beete, Mangold, dicke Bohnen, Möhren, Erbsen, Zwiebeln. Das ist so jetzt die nächste Zeit dran. Und dafür haben wir erstmal gesagt, hier fangen wir an. Hier ist ja auch schon Beete drin. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal das Beet, wenn Flo noch ein bisschen beschäftigt ist. Aber da möchte ich da auch ganz gerne gleich einsteigen und mal gucken, was wir so vorhaben. Ergibt sich. Wir haben keinen genauen Plan, nur so einen groben, und so geht das jetzt auch los. So, das lege ich mal hier hin. Kommst du recht? Ja. Wunderbar. Ist auch echt gut. Also so viel ist hier nicht mehr. War ja schon ein bisschen bei. Euch zeige ich mal, was hier abgeht. Dafür hole ich euch mal kurz. Könnt ihr den Flo noch mal kurz zusehen. So, zack. So, ich zeige euch mal, wie es generell aussieht. Also hier haben wir Kartoffeln drin, die rote Emily, eine Kartoffel, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Wird aber dieses Jahr nicht so groß, wobei das hier auch an den Boden liegt. Befindet sich noch im Aufbau, fehlen noch genug Nährstoffe, aber ich denke, das, was man sehen kann, kann sich trotzdem sehen lassen. Ich habe hier auch irgendwann mal beim Beikraut noch eine große Kartoffel, die war schon so riesig rausgezogen. Deswegen, ich bin schon glücklich mit dem, wie das hier so läuft. So, dann haben wir hier noch einen Grünkohl. Ne, der sieht doch auch super aus. Und ein helles Blatt, das kann ich eigentlich gleich mal abknipsen. Zack. Und übrigens, die Dinger, sowas in den Garten zu stellen, irgendwie Deko-Elemente, irgendwas mit Holz, lockt die Vögel an. Das ist eine richtig schöne Sache, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Boric hat sich hier richtig breit gemacht. Wird gerade auch von einer Wildbiene besucht. Das ist natürlich auf der anderen Seite. Vielleicht könnt ihr das gerade ein bisschen sehen. Doch, da. Nee, doch. Nee, es ist schon fast eher ein Honigbienenexemplar. Ich kann gerade nicht so schnell gucken, nicht so wichtig. Hier wächst noch was, von dem ich nicht mehr weiß, was das ist. Schauen wir einfach irgendwann. Bei der Geschichte auch. Irgendwie, wenn das schon in die Saat geht. Naja, ich hatte damit gerechnet, dass da vielleicht mal was mit Blüte kommt. Ich glaube, das können wir auch rausnehmen, Flo, solche Dinger hier. Ja. Also sagt mir jetzt mein Gefühl. Leute da draußen, ihr dürft mir gerne widersprechen, aber das Ding wird gleich draußen sein. Dann aber für die nächsten Male, weil das taucht durchaus an der einen oder anderen Stelle bei mir im Garten auf. Und deswegen, die Geschichte kommt raus, aber für das nächste Erlebnis bin ich dann ein bisschen besser informiert. So, hier haben wir, was haben wir hier denn? Hier ist noch der Mais, den ich hier nicht rausgeholt habe. Mal gucken, was so auf engem Raum mit dem passiert. Die lassen wir auch drin, ne Flo? Mais. Ja. Dann haben wir hier Kapuzinerkresse, richtig toll. Und dann habe ich hier auch noch eine grüne Gartenmelde stehen lassen, damit ihr mal so den Vergleich habt. Das ist die grüne Gartenmelde, die rote Gartenmelde, die übrigens richtig große Blätter kriegt. Immer wieder geerntet, jetzt auch die letzten Tage für zu Hause, für Salat, für Sandwich, was auch immer man sich da Leckeres gemacht hat. Ja, ich weiß. Ich ernähre mich nicht rohköstlich, aber das ist mein Bestreben. Und ich stehe auch zu den anderen Sachen, die ich so konsumiere und zu mir nehme. Mache aber das Beste draus und arbeite auch immer daran, möglichst viel aus dem Garten zu holen. Aber das ist halt ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Wir sind alle mit unseren Dingen unterwegs und das alles irgendwie mal ins eigene Leben integrieren. Auch hier den Bienchen zuzuschauen, macht echt Spaß. Das braucht halt seine Zeit. Und soweit bin ich. Bin ja nun auch über 40. Und das ist schon ein Unterschied, wenn man schon seine Gewohnheiten so lange mit sich rumträgt, die dann so zu verändern. Das braucht später oft richtig Zeit. Der ein oder andere kann das so von heute auf morgen. Das konnte ich auch lange früher, aber irgendwann ging es nicht mehr. Das war dann, da bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist das so. Also ich bin glücklich mit dem, wie es läuft. Die ist ja auch wieder ein bisschen vorangekommen, was Wildkräuter angeht. Überhaupt so die Sachen im Garten nutzen, macht mega Spaß. Flo kriegt ja auch schon ein bisschen was mit.
Übrigens hinten auch was aufgehängt zum Trocknen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier reinfindet, vielleicht auch im Gartenrundgang, die ich bestimmt bald mal machen werde. Ja, passiert ganz viel und ganz tolle Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und wir haben eigentlich eine recht zufriedene, schöne Zeit die letzten Male hier gehabt, muss ich sagen. Ich glaube, der Flo wird mir zustimmen. Ja. Wir haben nämlich ein bisschen gebastelt, das sieht hier so, aber das zeige ich euch ein andermal. So, kommen wir mal weiter. Das war Bohnenkraut, ne Flo? Das war Bohnenkraut, ja. Oh, geht jetzt auch in die Blüte? Oder kommen da... Oh, das wird spannend. Cool. Dieses Jahr ist echt komisch so mit diesen ganzen Rhythmen in der Natur. Alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Ja, so und Kapuzinerkresse. Der Spinat soll noch raus. Flo hört wahrscheinlich schon mit einem halben Ohr hin. Kriegt mit, muss nachher nicht mehr fragen, was... So, hier ist ganz viel Mohn zwischen. Wäre es ein anderes Beet, würde ich das, glaube ich, komplett stehen lassen. Ja. Oder sollen wir das komplett stehen lassen? Oh, ist das hier echt die Kamille? Das ist Kamille, ja. Oh, nee, ich darf da nicht bei. Gut. Oder? Das ist doch schön, wie es ist. Ja. Und man muss nichts tun. Das sind so die Sachen. Ne? Die Natur, die findet irgendwie immer so seine Plätzchen, wo sie sich ausbreitet. Und das ist so ein Exemplar. Da hat er halt unterschiedliches Saatgut hingefunden. Ausgesät waren Erbsen, die sind da auch noch irgendwo zwischen. Eine Schote habe ich auf jeden Fall gesehen. Da. Hier sind welche. Ne. Da könnt ihr ganz gut sehen. So, und hier ist noch dein Salatflur. Den hast du ja auch vergessen, ne? Ja, aber du wolltest das so, gehen, ne? Genau. Du wolltest das so. Kannst ja vielleicht noch ein bisschen warten. Also wir haben ja hier mit in Blüte geschossenem Salat gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt gab es einen kleinen Break, weil was dazwischen gekommen ist, auch der Zug. Ja, ich denke mal, ich stelle euch jetzt irgendwo hin und dann gucke ich mal mit Flo weiter, worauf wir gerade Bock haben. Wie gesagt, Aussaat, Beikraut jeden, ich sabbe schon so viel, er ist ja schon fast durch. Das kann ich meistens ganz gut. Ja, ich stelle euch mal zurück. Und ich glaube, das ist ganz gut. So, hier einmal. Ich mache das mal laufen, weil der Flo ja auch irgendwie so, ne, für den, sag ich mal, chronologischen Ablauf kann ich, wenn ich alleine dabei bin, schon ein bisschen tricksen. Aber jetzt mit dem Flo lasse ich einfach mal durchlaufen. Nur jetzt nicht. So, ich habe euch mal verstellt. Vielleicht ist die Ansicht ein bisschen besser. Was hast du, Flo? Könnt ihr was sehen? Ja. Ich gehe nochmal nachgucken. Ja, schon, aber schon nicht. Nee, man sieht nicht genug. Jetzt verstehe ich mal mit euch wieder hier so. So. Zip. Und man sieht aber nicht alles, ne? Doch, super. Das ist ein guter Überblick. Aber dann sieht man mich nicht, glaube ich. Mich langes Elend. Ich glaube, ein bisschen so. Ich bin ja auch ein bisschen in der Tiefe. Hier vorne haben wir die Kartoffeln. Ich wollte das nur so für die Übersichten. Da hatten wir noch so Bohnen zwischen. Bohne Faraday. Habe ich, glaube ich, von jemandem von euch da draußen zugeschickt gekriegt. Wurden mir teils weggefuttert, habe ich gesehen. Aber mal abwarten, das kommt alles. Ja, wo mache ich denn jetzt los? Du hast das, brauchst du das? Ja, doch, brauchst du. Dann gehe ich mal vor die Linse und werde hier ein bisschen die Sachen rausholen. Obwohl, nee, da drüben fange ich an. So, machen wir das. So. Ja, hier brauche ich, da versteckt sich noch eine Kapuzinerkresse. So, ja. Also Bohnenkraut übrigens im ganzen Beet, hier vorne seht ihr das auch. Da gibt es auch Bohnenkraut, hier übrigens Mangold. Hab ja gar nicht weiter erzählt, ne? Nee. Was fehlt noch? Hier sieht man noch Beifuß, der kann eigentlich auch raus. Da gibt es genug Stellen. Den nehmen wir weg. Ist übrigens ganz oft so, wenn ich dann so ein Beet vor mir habe und so viele verschiedene Pflanzen, weil ich spät dran bin oder wie auch immer, dann mache ich immer so Step by Step einfach die Pflanzen, die ich erkenne, die ich zuordnen kann, die raus können, wo ich das so, die soll hier nicht rein, dann gehe ich so Step by Step durch und das macht irgendwie Spaß. Ach so, wollte man das nicht stehen lassen? Mohn habe ich nämlich raus. Ja, eigentlich gar nicht schlecht, weil die Tomaten noch Platz brauchen. Genau. Ja, läuft halt so, wie es läuft, ne? Okay. Ja. Hier wächst auch noch Bohnenkraut. Ja, lass uns mal stehen. Hier ist noch Wermut. Ja. Da haben wir noch Franzosenkraut. Das kann eigentlich immer raus, weil das soll sich nicht so verbreiten. Davon habe ich genug im Garten. Wo ist er denn? Nein, abgerissen. Ja. So. Ach, keine Ahnung.
Ich würde schon sagen am Rand. Ich gehe da mal hin und mache das. Ich habe da so ein bisschen Blick für gerade. Ja. Gar nicht so leicht. Die sitzen ganz schön fest. Ja. Suboptimal, aber ist dann halt manchmal so. Ich habe halt nur ein Werkzeug da. Der Flo darf da gerne mitarbeiten. So, ich komme schon irgendwie zurecht. Leben in der Lage, habe ich ja gelernt. Wenn mich länger verfolgt, worauf ich anspiele. Natürlich mit ein bisschen Insiderwissen. So. Die Antwort findet ihr auf jeden Fall in einer der VOG-Folgen. So viel sei als Tipp gesagt. Na, Flo, weißt du das noch? Nee. Das war am Feuerchen hinterm Bunker. Beim Bock einbrennen. Da habe ich hinten was erzählt über mich. Ja. Muss ich nochmal gucken. Ja, ja. So war das aber nicht gemeint. Oder soll ich denen das mal verlinken? Ja? Ja? Mach das mal. Okay. Danke fürs Zuspielen. Ja, ich werde euch das mal verlinken. Ich muss nochmal selber gucken, welcher der zwei oder drei Teile das war. Wir haben ja Wok-Einbrennen gemacht, der Sven und ich. Das war richtig schön. Richtig schöne Musikuntermalung in den Videos auch. Also hat richtig Spaß gemacht. Und ja, dann haben wir das Wok-Einbrennen aber öfter gemacht, weil irgendwie haben wir es immer versaut. Das haben wir gar nicht so transportiert über die Videos. Aber also für die, die das richtig ordentlich machen wollen, die sollten sich das nicht als Tipp anschauen, wie wir das machen. Die Informationen sind schon richtig, aber wir sind zu weit gegangen. Also sprich über Brand und dann geht irgendwann diese Patina, die sich darauf bildet, dann auch wieder weg. Und das uns passiert ein paar Mal halt. Wir waren zu nah am Feuer und so Bedingungen. Wir haben einfach ausprobiert, Erfahrung gesammelt. Also das vergisst man auch so schnell nicht. Mir haut gerade die Stimme ab. Ja. Hups. So. Aussehen, oder? Eigentlich einfach irgendwo zwischendrin. Das wäre hier so ein Bereich, da könnten wir wunderbar die Eiszapfenradieschen reinhauen. Ja, und die kleinen Pflanzen hier, das ist alles noch nicht so wichtig. Das ist doch auch schon ganz gut. Ja, die können hier noch weg. Da wusste ich nicht, ob das Bohnenkraut ist, weil das ein bisschen anders aussieht. Oh doch, oder? Ne, das sind andere, genau. Wo ist sie denn? Ach, hier ist noch Gras. Ja, so läuft das meistens bei Flo und mir. Ich bin zwar sonst nicht am Sabbeln oder am Video drehen, obwohl da natürlich auch. Aber wir machen einfach drauf los. Ich glaube, du brauchst nicht mehr wegnehmen. Nee, mir ist hier auch die Erbse. Nein! Nein, alles gut. Ich habe damit gar keine Schmerzen. Ja, die hingen da schon so. Hier haben wir noch die rote Beete, ne? Hier haben wir zwei. Genau, hier sind zwei. Eine können wir rausziehen, ganz vorsichtig. Mhm. Das hätte ich ja gerne gesehen, ich weiß. Aber ist halt gerade so, wie das ist. Wollen wir die irgendwo neu hinsetzen? Ich weiß nicht, ob die wiederkommt. Es ist auf jeden Fall suboptimal, so viel weiß ich, das über Tag zu machen, wenn die Sonne scheint. Das können wir durchaus probieren. Magst du einmal ein Glas Wasser holen, ja. Damit die Pflanze auch ein bisschen was zu trinken kriegt? Wie nah können wir dann hier ran? Da ist eine, da. Oh, hier sind auch zwei. Kannst du abziehen, ist kein Wasserdruck mehr drauf. So. War nix, ne? Wunderbar. Nicht, dass ich dir hier Blödsinn erzähle. So, da ist eine Beete, hier ist eine. Jetzt haben wir zwei über, ich würde sagen, eine hier hin, die andere dahin. Ja, also hier, den brauche ich noch nicht, den Schluck. Erst wenn die Pflanzen drin sind, damit man, ja, gibt dir eine Wurzel, wenn man jetzt ein Loch macht, rein da, oh, ein bisschen weiter nach links. Kann man übrigens auch so anfassen und durchs Beet schieben, wenn man gute, lockere Erde hat, wie bei mir meistens. So, und jetzt hängt die Wurzel da unten, aber ich habe ja nicht wirklich die Erde drumherum gekriegt. Und dafür hat er mir, Mann, das sieht ja immer so am Anfang aus. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das setzt sich noch, wenn ich es jetzt stehen ließe. Wasser bleibt Wasser. So, und dadurch, dass jetzt Wasser drauf ist, ja, kommt an die Erde quasi mehr Erde dann ran, weil das so absickert. Habe ich das gut erklärt? Geht das? Ja. So, hier der zweite, darfst du gerne machen. Wo habe ich den hingelegt? Da. So. Der kann noch raus. Das ist alles gut. Distel weg. Ihr wollt mal einen anderen Blickwinkel, oder?
da lief was verkehrt. War nicht so geplant. Jetzt habe ich hier ein bisschen was abgebrochen. Ist ja mal richtig was los. So, mal gucken, wo ich das abstellen kann. So. Ich guck mal. Da ist noch ein Steinchen. Immer von der anderen Seite. Nicht ganz. Du bist nicht drauf. Oh, so ist das schön. Ich darf nur nicht vor der Kamera stehen. Das ist echt, oh Mann, das ist voll der schöne Anblick. Ich mag diese Panoramas, die ich so selber entdecke beim Videodrehen. Das geht zu Hause auch so ab. Ich freue mich dann immer. Also da erlebt man so einen Teil wieder mit, so den man hier erlebt hat. Ich kann das dann wieder abrufen. So, brauchst du das Werkzeug gerade? Nein. Gib mir das mal. Ich bin jetzt schon vor der Linse. Oh, da war ein hoher Ton. Ich hoffe, den habt ihr ausgehalten. So, läuft das Tonbandgerät noch? Ja, hier dieses Ding. Läuft. Noch? Ja. 16 Minuten haben wir drauf. Das ist gut. Ja, wir haben ja eigentlich genug Bohnenkraut. Das zu verwerten, da brauchen wir hier nichts mehr, oder? Was sagst du? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier ist auch noch alles voll. Also wenn die nachher richtig geil blühen, dann lasse ich die nächstes Jahr sich richtig schön austreiben. Vielleicht haben wir dann alles voll. Aber wenn du dir mal den Mix anguckst, das ist doch voll schön, ey. Hier so ein Bumm. Vielleicht ist das echte Kamille. Also sieht schon danach aus, muss ich sagen. Wie war das, wenn man die aufmacht, glaube ich, wenn die in der Mitte hohl sind oder so? Vielleicht wisst ihr das da draußen? Ich weiß es nicht, gerade nicht mehr, wie es genau war. Ich glaube, die anderen, ja, ich komme da nicht so weit runter mit meinem Knie. Das ist gerade schlecht an der Stelle, vor allem mit Tonbandgerät, sonst geht das wieder aus. Ich verhalte mich schon ein bisschen schon, dass das nicht passiert. Das mache ich übrigens in jedem Video. Kann nicht mehr so rumtanzen, dann gingen mir die Videos aus. Was wollen wir? Warum bist du gekommen? Einfach so, ne? Ja, keine Ahnung, ich habe mich jetzt verhaspelt. Achso, genau, ich war eigentlich nur gedanklich dabei, was hier jetzt schon zusammen wächst. Ich bin mal gespannt, was das wird. Die wachsen ja da vorne in dem Beet da vorne ja auch noch, bei den Sonnenblumen. Wenn du Bock hast, kannst du dir mal das Saatgutpäckchen schnappen und mal nach dicken Bohnen suchen. Und ich mache hier mal ein bisschen Demi-Demi. So. Zack. Oh, ist aber voll schön heute mit dem Wetter. Ich mag das. Übrigens, ihr Lieben, der Flo, der hat kein Mikro. Und dieses Mikro funktioniert hier nur bei mir. Ab und zu hört ihr den vielleicht mal im Hintergrund zustimmen oder so. Aber für Gespräche ist es nicht geeignet in dieser Version. Ich habe halt nichts da, also kein zweites Mikro, und deswegen ist es, wie es ist. Sonst wäre der Flo wahrscheinlich auch schon noch mal mehr drin, glaube ich, wenn er Bock hat. Aber vielleicht bastel ich mir mal so einen Mikrostock. Er steht da vorne noch, er guckt nach dem Saatgut. Ich glaube, den seht ihr nicht, ne? Oder? Nee. Ja, so, hier sieht das doch schon gut aus. Guck mal, ich halte immer oben so ein bisschen die Pflanzen fest. Ich kann das nicht vom Nahen zeigen. So, alle Wurzeln seht ihr taumeln. Und dann hacke ich da so ein bisschen rum und dann ziehen die sich nach und nach raus. Das werde ich euch irgendwann mal im Video nochmal von nahen zeigen, dass ihr das auf jeden Fall mitkriegt. Also passt auch gerade wieder. Jetzt habe ich mir selber zugespielt. Da müssen wir halt dranbleiben, um das irgendwann mal zu sehen. So. Also eine anderen Videos. So, jetzt wird es nicht gut für meinen Rücken. Das ist sowieso schon nicht, das weiß ich. Ich muss mein Knie schonen, das nützt nichts. Das ist halt so ein Teufelskreis auf, macht das Beste draus. Ich kriege immer ganz. Die dicken Bohnen, da kannst du jetzt quasi. Guck mal, da ist ein freies Feld, da kannst du so zwei oder so dazwischen stellen. Du kannst, weißt noch, wie die aussehen? Die Pflanzen? Das ist wie so eine Buschbohne quasi. Das heißt, da würdest du zwei unterkriegen. Da kannst du noch ein bisschen was davon, das ist perfekt, die kann man gut in den Zaum halten. Die machen sich jetzt nicht buschig breit oder so. Cool. Super. Andere Perspektive. So machen wir das. Flo schon mal wieder darüber gehopst. Hat schon verteilt. Jo, und ich mache hier die Stelle zu Ende. Das ist Spinat. Zack. So, die Gräser. Hier wird bald wieder gesenzt. Haben uns. Also ich auf jeden Fall, der Flo ist ja Helfer. Ihm bürde ich das nicht auf, das wirklich als Pflicht zu sehen. Soll ja Spaß machen und den hat er, glaube ich.
ja, soll diese Woche noch gesenzt werden wieder. Noch vorne der Garten, am Gartenzaun. Durch diesen Ausfall, den ich hatte und so, ist echt einiges liegen geblieben, was eigentlich anstand. Also im Guten, mit Spaß, mit Freude. Anders geht das bei mir auch nicht, sonst gehe ich da echt kaputt dran. Wenn man diese schönen Tätigkeiten im Garten irgendwie als Arbeit immer betrachtet, dann hätte ich irgendwie gar keine Freude. Ich wüsste gar nicht, wie ich die daraus ziehen sollte. Kannst du noch ja. Ja, ne? Davor geht auch noch. Also den Bereich hier brauche ich halt. Die genau. So, könnt ihr den Flo mal zusehen. So ein bisschen. Oh, da kommt noch eine Kapuzinerkresse. Drei an einer Stelle. Oh, das wird spannend hier. Ja, es könnte ein bisschen viel werden. Da vorne bei den Tomaten ist ja auch noch einiges. Bei den Freilandtomaten. Bei dem Tomatenkabinett. Das wird noch spannend. Da freue ich mich schon, euch das zeigen zu können, weil es jedes Mal eine Freude ist, wenn wir das sehen. Da hinten ist auch was hingekommen. Sehr gut. Ja, hier ist durch soweit. Easy. Ja, und kann bald weiter gemulcht werden jetzt beim nächsten Sensen und Mähen. So läuft das bei mir so von den Kreisläufen. Da kannst du auch noch eine hinsetzen. Ach so, okay, sind alle. Dicke Bohnen sind aus. Aber es reicht uns ja. Spielkind. Siehst du noch was? Wir sind irgendwie so hammergerade vor hier in dem Beet, finde ich. Ja, Radieschen, hast du Bock auszusehen? Und ich filme mich mal ein bisschen dabei. Brauchst du noch einen Stock? Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen gekratzt. Ja, genau, kannst du auch mit den Fingern. Naja, ein bisschen gerade, damit wir ein bisschen mehr unterkriegen. Das wäre da doch schon sinnvoll. Haben wir die Möglichkeit. Also so parallel hierzu. Zack, zack, drei Reihen würde ich sehen. Naja, gut. Nee, super. Was will ich die Reihen reden? Das ist manchmal schwierig für mich. Ich habe im Kopf immer so Bilder und dann wollen die raus. Und das geht manchen Leuten dann auch auf den Sack. Aber der Flo, der ist ganz geduldig mir. Ein ganz feiner Kerl. Super Unterstützung dieses Jahr und ein guter Freund, wirklich. Ja, da ist der Flo. Witzig. Schön, das mal filmen zu können. So. Da gehen wir mal näher rein. Das ist richtig viel Saatgut in der Tüte, oder? Geht das? Das geht. Ich weiß gar nicht mehr, was auf der Packung drauf stand. Ja, spannend. So, großen Fuß. Ach, ich mag das. Ich hoffe, hier die anderen Bohnen kommen noch. Hier ist ja auch noch eine. Da ist eine Bohne. Da auch, aber die sieht so abgefuttert aus. Wühlmausgefahr. Da haben wir noch eine stehen. Faraday. Ah, und das erinnert mich noch an eine Sache, die ich in der letzten Folge gesagt habe. Was habe ich? Mariachi-Folge, das ist die... Oh, jetzt wird mir gerade schwindelig. Kreislauf. Hui! Zu schnell hochgekommen. Fibonacci-Folge. Ich habe sie euch gezeigt. Letztes Video erklärt. Das ist ein total spannendes Thema. Also erklärt nicht wirklich, eigentlich nur gezeigt, wo es mir aufgefallen ist, was ich dann so auf Anhieb davon wusste. So mit Beispielen. Ja, das sieht gut aus. Alles gut mit Erde bedeckt. Das kannst du mal komplett rüberfusseln, also nicht. Oder gießen, wie auch immer. Ach, alles gut. So, da kommt auch eine Bohne. Nee, doch nicht. So, was haben wir denn jetzt vor? Wollten wir nicht hier beim Postelein bei? Hups. Also wir wollten jetzt mal zum Hochbeet stiefeln. Und da sind wir mal jetzt. Beziehungsweise bin ich erstmal da und zwar, ja, hier habe ich ja meinen wunderschönen Apfelbaum stehen, der echt so viel Freude macht. Lerne einiges dazu oder beziehungsweise sammle Erfahrung. Der Flo ist auch schon wieder da, der steht hier schon. Also wir haben jetzt vor, wenn ich mal hingucke, haben wir das noch vor? Doch, da ist noch Saatgut drin ein bisschen. Mhm. Oder sollen wir das nächstes Jahr machen? Es wächst ja, haben wir auch gut von. Ich habe nur im letzten Herbst zu spät quasi den Kram weggemacht, meine ich, oder im Winter. Und dann kam das erst später durch. Aber wenn wir jetzt im Herbst das hier einmal wieder schier machen, dann müsste hier eigentlich dann überall Postelein kommen, ab dann, wann er kommen soll. Das reicht uns doch eigentlich, oder? Ja. Das wäre auch ein cooler Mix.
Habt ihr das verstanden da draußen? Also wir wollten ja eigentlich Saatgut ernten und ich glaube, das können wir uns jetzt ersparen, weil auch super viel da schon drin liegt quasi. Und ja, hier ist alles Mögliche. Brennnesseln, Ackerwinde, die machen sich richtig breit. Apfelbaum darf bleiben. Was haben wir noch? Giersch. Ja, hier war noch ein Borretsch. Wir hatten so viel Sturm. Ach, der hängt dann. Ach, die Ackerwinde. Ja, und ansonsten, hier waren eigentlich noch Zwiebeln drin. Die sind natürlich voll eingegangen. Oh, Petersilie. Das nehmen wir komplett raus, oder? Mhm. Und dann aber auf den Kompost. Der darf sich dann auch nochmal über Saatgut freuen. Der sich dann irgendwann irgendwo verteilt. Ne? Das ist etwas für die Monate, wo nicht ganz so viel Ernte dann abfällt. Ist das dann echt ein starkes Gewächs. So, legen wir los. Genug gesabbelt. So, ich brauche auch Handschuhe. Ja, ich glaube, ich brauche die auch. Nimmst du mir... Achso, du hast sie schon da. Also wir haben einmal hier das Werkzeug wieder, womit wir hier durchjuggeln. Aber ich würde sagen, die guten Sachen ziehen wir raus auf einen Haufen und alles, was so Ackerwinde, Brennnessel, das ist ein guter Haufen. Das ist ein guter Haufen, ja. Das ist ein guter Haufen. Und Ackerwinde, Brennnessel etc. pp. Giersch, das müssen wir separat dann quasi wieder wegfahren. Also, das ernten wir ab. Und da ich mich diesmal beteiligen will und am Flo das jetzt nicht so viel hängen bleibt, mache ich direkt mit. Aber ich brauche Handschuhe, ohne geht's nicht. Bis gleich. So, der Flo ist schon fleißig. Und, oh, das geht glaube ich gar nicht. Nee, kein guter und schlechter Haufen, weil hier überall Ackerwinde zwischen ist. Können wir vergessen, können wir uns sparen, wird einfacher. Also ja, dann alles raus. Och, geht das einfach. Och, geht das einfach. Geil. Ja? Das war alles Salat. Mega gut. Können wir mal ein bisschen zoomen. So, dann ist es richtig easy. Bis auf die Brennnessel ging es gerade einfach. Da ist noch die Ackerwinde dran. Ja, ist echt eingespannt. Aber das hier geht hier super gut weg. Hier, guckt euch das an. Sieht doch ganz gut aus. Und den Rest hacken wir dann raus. Ja. Wie wir das kennen beim Baukraut hier eben. Oh, alles voll Kellerasseln. Ein gutes Zeichen. Ich habe überlegt, übrigens mal thematisch auf die Kellerasseln einzugehen. Das ist nämlich auch ein ganz interessantes Geschäft, weil nicht nur das, ich muss mir dieses Jahr die Frage stellen, ist das bei mir im Garten vielleicht eine Plage geworden? Und ja, da läuft schon eine Zeit halt an Gedanken was. Ihr kennt das aus dem Frühjahr, wo hier mir die Radieschen weggefuttert wurden. Es kommt alles mögliche in Frage. Also Kartoffeln vertilgen die gerne, sie wohnen gerne in Kartoffeln. Da ist, glaube ich, einiges mit. Boah, guck mal an, wie viel Tierwelt hier ist. Guck doch. Ja, hier. Das ist ein Leben hier drin bei Lars. Ja, die haben wir natürlich gestört. Klar, gar keine Frage, aber die werden sich das auch wieder einrichten. Wir sind auch Teil der Natur und somit haben wir gerade mal ein bisschen Einfluss genommen. Das lassen sie, lassen wir aber. Dann würde ich aber sagen, wollen wir hier noch nicht rumhalten. Oder mit der Grabegabel ein bisschen sanfter ausheben, dass die nicht so einen Stress haben. Ja, ich glaube, das ist gut. Oh, ey, hier sind aber auch echt interessante Geschäfte zwischen. Kann jetzt gar nicht überall nah ran, aber wir haben hier auf jeden Fall ordentlich Betrieb. So, wie sieht es in der Mitte aus? Hier ist schon ziemlich leer. Guck mal, krass, die sind echt gegangen. Hier sind noch ganz vereinzelte. Oh, da musst du aufpassen, nicht als Hebel benutzen. Das ist natürlich mit der Zeit schon ein bisschen instabiler, aber alles gut. Mann, richtig schöne Erde. Guckt euch das mal an. Klar ist jetzt der Kram zwischen, aber klebrig, bröselnd. Ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg. Das Beet hier nebenan sah schon richtig gut aus jetzt die letzte Zeit. Ja. Ich glaube, da können wir auch mit der Hacke jetzt. Also die sind aus der Mitte alle verschwommen. Hier sieht man kaum was. Wo haben wir die denn hin? Das normale Risiko gibt es natürlich immer, dass man auch die Tiere erwischt. Aber ich möchte eigentlich nicht so unbedingt sie unbedingt absichtlich töten, sondern gebe das schon Acht, so gut ich kann. Auch wenn das natürlich alles seine Grenzen hat. Sonst wollte ich gar nicht mehr auf dem Boden rumlaufen, weil ich irgendein Tier zertrete.
was regelmäßig passiert bei uns Menschen. Und ja, aber man muss es ja nicht provozieren, wenn man da ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann. So denke ich auf jeden Fall. So. Oh. Ja, bei den Zwiebeln, die können wir eigentlich aufbewahren, trocknen, oder? Hast du die anderen noch? Ja, hier. Ah. Ja, dann trocknen wir doch. Dann sind das unsere nächsten Steckzwiebeln. Die lege ich mal da ab. Das sieht aber ganz easy aus hier mit dem. Also ich sehe jetzt nicht groß Ackerwinde oder so. So viel ist da nicht. Auf jeden Fall an den ersten Stellen. Tut mir leid, ihr lieben Kellerasillen und anderen Getiere. Das muss jetzt gerade mal sein. Wir werden es doch vertragen. So. Obwohl, ist das nicht beim Salat sogar so, eigentlich hätten wir den mit unterheben können. Aber es bringt ja nichts, wenn so viel anderer Kram dazwischen ist. Aber wenn wir das hier mal so, ne, von Brennnesseln, Ackerwind und so befreit haben sollten, woran ich nicht glaube, dann, boah, da reichen ja so kleinste Rhizomstücke aus. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz zu Ende führen wollte. Ich habe ihn einfach vergessen. Was war gerade noch? Ja, ist manchmal so. Ich möchte mich auch viel mehr hier drauf konzentrieren. Bin mal einen Moment still, wenn ich das schaffe. Hier bin ich im großen Seitenverspur. Boah, das ist tief da unten. Okay. Da muss ich nochmal. Nein, abgerissen. Naja, so. Wo man schon. Hast du die ganzen Brennnesseln so abgerupft? Da warst du richtig flott. Der ist schon gut dabei, was Garten angeht. Echt. Finde ich echt toll. Das ist halt hier so ein bisschen Fleiß. Oh, die ist aber echt toll, ey. Ich arbeite ja mit, naja, Prinzip Leben bringt Leben, schon ein paar Mal erwähnt. Ein paar Mal mehr. Und arbeite dann noch so nach Permakulturprinzipien. Mit Aktivkohle, dann, ja, dass hier Mineralien wieder reinkommen, Urgesteinsmehl und ach, die ganze Totholzgeschichte generell. Also, ne, habt ihr gerade schon gehört, die Diskussion über den Salat, dass man da irgendwie Salat mit reinhauen kann. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen doof, dass du neben mir stehst und ich mit denen rede. Das ist echt komisch. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe sonst, glaube ich, auch nicht so viel vor dir geredet, oder? Nee. Ja. Versucht das heute mal ein bisschen loszulassen. Deswegen landen da doch schon ein bisschen unterschiedliche Momente mit in dieses Video. Cool, macht aber Spaß, echt. Die Zwiebeln lege ich damit drüber. Damit drüber. Ja. So. Da. Oh, schön, dass das Wetter. Ach so, wie spät ist denn das eigentlich? Ach nee, wir haben erst eine halbe Stunde gedreht. Wir müssen haben erst mittags. Zeitlich nicht. Oh, das ist eine spannende Spinne. Dich, hast du jetzt diese kleine Spinne gesehen? Hier, da. Ja, die hab ich vorhin gesehen. Jetzt geht sie weg. Kumpel, du brauchst keine Angst haben. So, jetzt legst du nicht mehr auf den Rücken. Geht das jetzt? Mann, du bist ja hübsch. Ich hab's ja mit Spinnen eigentlich nicht so, aber die fand ich cool. Alle anderen auch. Ich will hier keinen diskriminieren. Ey, das war mein Schuh. Du hast mir eher den Schuh geworfen. Ist schon unterschiedliche Erde hier über im Garten, oder? Wie nimmst du das wahr? Ich nehme das auch so wahr. Also hier ist ja schon echt krümelig guter Aufbau, finde ich. Und ich denke mal, die Pflanzen mit, also das war ja gerade richtig gut durchwurzelt auch. Du wirfst mir immer noch Sand in die Schuhe. Ah, Zwiebel. Ja, hier liegt aber noch so viel. Ist natürlich alles Salat eigentlich, was ich sehe. Ist jetzt nicht alles Beikraut, aber man will ja, da hängt was fest. Wenn wir ja irgendwie fast alles raus haben, ist trotzdem abgerissen. Ist dann so. Aber mit der Zeit kriegt man das auch ein bisschen besser in den Griff. Ich habe das schon, jetzt in den paar Jahren kann man schon Unterschiede sehen. Wieso liegt denn hier eine, nee, doch keine Erbse. So. So, wir machen hier irgendwie das Gleiche. Ich hoffe, das ist unterhaltsam genug. So.
Oh, die Sonne. Ich kann gut mein T-Shirt ausziehen, so warm ist das schon. So. Was wollen wir denn hier anpflanzen? Du hattest die Packung noch gerade in der Hand. Die habe ich. Was haben wir denn? Was haben wir? Hier können wir ein bisschen Anzucht machen. Ja. Weil ich brauche noch mal Platz für einen Palmkohl irgendwann. Aber ich muss erstmal das Saatgut wiederfinden. Habe ich auf jeden Fall irgendwo. Muss noch ein bisschen was wegsortieren. Da war das irgendwo zwischen. Eigentlich hatte ich die Pflanzen ja schon ein bisschen vorgezogen, aber ist dann nachher wegen der ganzen Leid. Du wirst mir immer noch seinen Schuh. Nimm auf die andere Seite. Genau. Danke. Guck mal. Oh, herrlich. Sven war das auch hier bei dem Video, von dem ich vorhin erzählte. Da hat er irgendwie nachher Äste zugeschnitten oder irgendwas gemacht. Hat immer gegen mich. Mit der einen Seite hat er nicht mitgekriegt. Das ist man. Manchmal träumt man. Mir passiert das ja andersrum auch so. Also mir passiert ja so ein Karma auch. Tue ich irgendwie was versehen weh oder ich bin ja so ein kleiner Tollpatsch. Mann, schön. Kommt ein bisschen was raus. Oh, das macht aber auch Spaß. Echt hier so mit der Hand in der Erde. Hol ich mal ein bisschen näher ran. So, seid ihr ein bisschen näher dran? Ja, das sind eigentlich nur so kleine Sachen, die wir raussammeln. Das ist nichts Kompliziertes bei, oder? Ne? Ab und zu verschwindet mal eine Ackerwinde oder war Quäke hier zwischen? Nee, ne? Nee, und hier hängen hier noch Äste rum. Eigentlich gar nicht so verkehrt, aber den kann ich eigentlich mal überlegen wegzunehmen. Mal gucken. Jetzt sowieso eine Zeit habe ich mir von der Nachbarin sagen lassen, so Wassertriebe bis Mitte Juli, damit der Apfelbaum wohl die Kraft, also das weiß ich nicht, es war ein Tipp, ne? Die Kraft dann irgendwie in die Äpfel haut. Einfach mal ausprobieren, einige Wassertriebe schon weg. So, du bist auch schon hier Richtung bei mir unterwegs, ne? Richtig? Das heißt, wir sind fast durch. Ich glaube, ich will hier nochmal mit der Grabegabel durch. Übrigens, hier sind keine Kellerasseln mehr. Die sind über alle Lücken geflohen nach außen. Auch spannende Geschichte. Wie viel man aus so einem Beikraut-Jäten rauskriegt an Spaß. Garten macht glücklich, Leute. Also jeder, der noch keinen hat, sollte sich einen holen, die Möglichkeit in Ruhe genießen kann. Ist zwar nicht überall der Fall. Ich mache im Schrebergarten auch meine Erfahrung, wie man zuletzt halt so mitgekriegt hat, aber gerade jetzt geht's, ihr kriegt das mit. Richtig schöne Zeit. Oh, hier hängt noch immer viel. Zip, zip, zip. Biomasse, also an anderer Stelle, das geht nicht verloren. Oh, hier haben wir einen Corpus Delicti. Abgerissen, macht nichts, ist am Rand. So. Na, bisschen noch, ne? Mhm. Lieber ordentlich, aber eigentlich. Eigentlich müssen wir nur die Großen kriegen die ganze Zeit, die da unten sind. Wow. Ah, hast du was? Immer noch tiefer. Ja, der muss man hinterher graben, nicht abreißen, festhalten und dann, wo ist er denn hin? Nein. Raus. Nee, hier ist auch noch einer. Ja. Ist er raus gewesen? Ja. Der sah mir noch zu dick aus. Eigentlich gibt es dann so. Ach, scheiß drauf. Das ist der. Oh, habe ich gerade Scheiße gesagt? Na, egal, ich muss was wegschneiden. So, ich habe gerade geflucht, kann man das so sagen? Ja. Das Verfluchen. Nee, eigentlich war das eher so, mir doch egal, fluchen. Ja. Kann man das so? Ja, das bleibt ein Insider, Leute, tut mir leid. Immer dies neugierig machen. Ja. Aber wie ihr merkt, das macht gute Laune einfach alles. Oh, das ist echt schön. So. Würmer auch einige gesehen. Haben wir Saatgut schon hier? Nee, hol ich dir. Oh, jetzt habe ich eine dreckige Stirn, oder? Nee? Ja, doch ein bisschen. So, ich habe hier mal ein bisschen Saatgut zusammengesucht, was wir hier irgendwie unterbringen wollen. Ich würde mal sagen, nach rechts wieder so ein bisschen Voranzucht. Erbsen wollte ich nicht hier, wollte ich eigentlich woanders haben. Wir haben ja auch vorne nur die Radieschen. Ne, da war auch kein Platz mehr. Egal, Erbsen haben wir noch genug. Jetzt krabbelt mir den hier hoch. So eine Spinne, die gesprungen ist. Okay, hatte so viel Angst vor mir. So, Erbsen zur Seite. Wenn du da hinten Rosenkohl möchtest du haben? Ne, einfach nur so 10 Saatkörner oder 15 würde ich jetzt. Eine Reihe. Nee, gar keine Reihe.
einfach nur so ein Fleckchen hinwerfen quasi und so ein bisschen unterdüdeln. Man sagt ja 2 bis 3 Saatkorn groß tief, so irgendwie soll das, aber da habe ich auch schon ganz unterschiedlich gemacht, kann man echt nicht so festmachen. Aber, ja. Und dann haben wir bunte Beete, die wollen wir. So viel sind da auch nicht mehr drin. Können wir eigentlich. Die würde ich auch gerne noch mal mehr haben. Aber darf man die überhaupt zusammen machen? Mangold und bunte Beete wegen Verwandtsein und so. Darf ich halt kein Saatgut rausziehen, ne? Irgendwie so. Weißt du was? Die sparen wir uns auf. Und die machen wir hin, damit es bunt wird. Ja. Von wo kommt die Sonne? Dann muss das hier an den Rand. Gut, Mangold hier. Das habe ich jetzt entschieden wegen der Größe der Pflanzen. Radieschen gleich nochmal? Mhm. Nee, dann sind die gleichzeitig erntbar. Ich würde sagen, Zwiebeln. Na, sollen wir doch Erbsen nehmen? Irgendwie wäre das hier auch spannend. Pass mal auf. Mangold, Erbsen, Zwiebeln. Und Zwiebeln sowieso, weißt du? Ja. Und hier haben wir dann noch ein kleines Feld, wenn es irgendwas für die Voranzucht gibt, wieder. Ja, das habe ich hier selber geerntet. Also wir hier, ne? Ach nee, hier Mangold ist da vorne alles rausgefallen. Ja. Nee, gar nicht. Bunte Beete war das, ne? Bunte Beete. Genau, ist hier noch alles drin. Ja, das hier ist ein Drosselnest, ein altes. Die hatten bei mir im Pavillon Spaß. Und dann kam mir jetzt gerade im Blick, damit wir so Saatgut. Und das war eigentlich eine coole Idee. Aber es wird so ein bisschen gerade ein. Ja. Was machen wir denn mit der bunten Beete jetzt? Kriegen wir da gut wieder raus? Ach, das machen wir hinterher. So, packe ich das mal zur Seite. Oh, ist mir warm, mir läuft die Suppe. Willst du Zwiebeln machen? Ja. Haben wir auch ein bisschen beim Kirschbeet drin, ne? Ich glaube, ja. Ja, haben wir. Ja, genau. Und da sind auch schon erste gekommen. Ich glaube, auch noch ein paar Langbeine rum. Also verspinnen sie sich. Ja, aber nicht so wichtig. Dann mache ich mal Mangoldbund da oder Mangoldbund da? Ne, Mangold außen. Genau. Und hier Erbsen. Mangold, Erbsen. Ich weiß das nicht. Ich bin gerade schon wieder am überlegen, ob ich das switche. Mangold braucht seine Zeit. Erbsen brauchen ihre Zeit. Aber wenn die Erbsen nochmal da sind, na, ich glaube, dann ist der Mangold auch da. Ja, die Rhythmen der Natur, da gibt es ja noch mehr Aspekte. Die habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Kasten. Ist auch nicht wichtig, weil ich mache das intuitiv. Einfach machen. Und bisher ist ziemlich viel sehr unkompliziert. Was hast du da gemacht? Ein Zwiebelsamen. Voranzucht? Ja. Achso, nee, die kannst du direkt in rein machen. Achso, du. Aber das macht nichts. So. Das macht nichts. Ja. Dann machen wir hier jetzt eine Voranzucht und dann machen wir hier rein. Gut. Ich bin manchmal nicht eindeutig, ich drücke mich missverständlich aus. Weil du sie da so reingedrückt hattest. Da. Nein, nein, es ging nur um das Hintere, dass das jetzt so ein Vorzuchtanteil ist. Aber der Rest ist normale Aussaat. Eigentlich können wir auch 2 Reihen Mangold machen. Wie viele Erbsen haben wir denn überhaupt? Ja. Das sind die, die ich vorne auch schon hatte, die waren echt super lecker. Aber wie rum denn jetzt? Kann mich so schwer entscheiden. Manchmal ist das echt doof. Aber das hat er irgendwie hier so hergefunden, wie es soll. Dann mache ich das so. So, Mangold. Zack. Zack. Dann passt das doch. Dann hast du doch die 2 Reihen runter. 1, 2 Erbsen. Hier kannst du auch noch 2 durchschneiden. Ja, lieber eine. Das wird zu eng. Ich habe gerade auch nicht gesehen, wie du das da bei der anderen gemacht hast, aber eigentlich passt das schon. So, hier haben wir Erbse, Erbse, Erbse. Erbse. Da ist schon eine drin. Da. 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 Da, da. Als hätte ich sie abgezählt. So, auch zu. Hier hast du auch drin? Hier die? Was? Zwiebeln? Ja. Nee, ich habe die hier, die Reihe, was du noch meintest, gemacht. Dann kannst du hier auch noch Zwiebeln machen. Können wir eigentlich nicht genug haben, weil das wird nachher ordentlich verbraten. Gespannt, wie viel drin bleibt. Da sind, glaube ich, die Wühlmäuse recht fleißig, die gerne mal rauszuziehen, aber
Ja, es gibt mittlerweile so viel Verdächtige, das weiß man dann auch nicht mehr, wer das genau war. Ja. So, jetzt habe ich hier irgendwas vergessen. Ach nee, hier, ja, ich habe vergessen, Mangold auszusehen. Oh, läuft richtig gut hier, ne? Ja. So, machen wir mal hier irgendwie. Wir stehen dann ja auch im nächsten, also jetzt über Frühjahr, dann ist das hier hinten auch noch mal ein bisschen bunt. Ne? Gelb, rot, orange, weiß, schräg, schräg, silber. So, irgendwie so. Da gibt es da so eine Silbervariante, kann ja auch mal dazwischen sein. Also kein, ach, keine Ahnung, mir fehlen gerade die Worte für sowas. So, sind durch, oder? Und Saatgut soll man eigentlich gießen, also das können wir auch noch. Gießkanne steht da vorne, ich bringe sie dir mal. Nicht ganz so viel, aber es reicht, um das ein bisschen feucht zu machen. So, ich bringe das mal weg hier, das läuft. Läuft. So, sind durch, oder? Ich würde sagen, das reicht für heute. Also ich habe mir gerade noch mal was in die Hand genommen. Das sollte eigentlich in dieses Video finden. Ist irgendwann anders dran. Ein Besuch, genau, ein richtig gutes Buch, was ich euch empfehlen möchte. Übrigens keine Werbung oder so, das ist etwas Persönliches, was ich mit euch teilen möchte. Da bezahlt mich keiner für oder so. Und da habe ich ja einmal hier dieses selbstgebundene Buch, wo ich auch schon über Wildkräuter und sowas schreibe und hat auch aus dem Buch was reingefunden und den einen oder anderen Buchtipp kann ich euch dann auch noch geben. Also ich wurde immer wieder mal gefragt, deswegen baue ich das diesmal ein. Ich würde sagen, wir sind für heute raus. Ja. Ja, du bist gar nicht mehr mit auf der Linse. Ja, danke fürs Zusehen, danke fürs bis hierher kommen. Und wir sehen uns das nächste Mal und sagen für heute Tschüss und wir sind weg. Tschüss.